Ah, es wird nicht einfacher, Freunde. Wir haben zwar jetzt den guten alten Officer Park oder so weit, dass er Tennant verhaften will, sprich, er hat es wieder gefangen, aber es ist dummerweise eine hier auf dem Gerichtsgebäude gelandet durch Emmets, also sprich, den jüngeren Emmets schwebenden Autos. Und, naja, muss auch noch Frankenstein ansehen, dann müssen wir noch Artie McFly finden, alles nur um die Zeit gerade, also sprich, die Zeitlinie hier zu korrigieren. Gibt's was Neues wegen Einstein? Ich überlege noch, es ist ein schwieriges räumliches Rätsel, das noch durch einiges verständliche Sprunghaftigkeit verkompliziert wird. Tja. Ich gehe dann mal. Vielleicht finde ich Hilfe. Tu das. Ich bleibe hier und überlege mir, wie ich Einie runterbekomme. Ja, gut, überleg du mal. Vielleicht finde ich Hilfe. Eventuell das mit Edna irgendwie versöhnt, aber naja. Edna, was? Wissen Sie, Trixie Trotter hat auch eine Version von You Should Care. Hat sie? Ja, aber ihre ist etwas optimistischer. So ist das, wenn man für Säufer und Verbrecher singt. Jo, hat durchaus was. Was ist mit Ihnen und Emmett? Das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, schienen sie an ihm interessiert. Es war, bevor ich viel zu spät erkannt habe, dass die Einladung an den Finger vom Fuselverband ein Vorwand war, um fässerweise Fusel in dieses sogenannte Labor zu bekommen. Das tut mir leid. Und jetzt bringt er mich durch seine bloße Anwesenheit dazu, seine philosophischen und intellektuellen Grundgerüste mit allen sprachlichen Mitteln anzugreifen. Sie gehen also nicht miteinander aus? Wir? Der bloße Gedanke an ein romantisches Verhältnis mit diesem Technikanarchisten ist schon absurd. Gut. Ja, allerdings. Wieso das? Naja, wir sehen sie noch. Sie werden erfreut sein zu hören, dass ihr You Should Care Parker wieder auf den rechten Weg gebracht hat. Tja, Halleluja. Eine arme Seele vor dem Fegefeuer gerettet. Hört, hört. Was hat Kit Hennen in den letzten 2 Monaten so gemacht? Hast du es nicht gehört? Es stand alles in der Zeitung. Ich war auf Reisen. Die Behörden wollten Tannen wegen Steuerhinterziehung verhaften. Sieht aus, als hätten sie seine Bücher von seinem Buchhalter bekommen. Ja, davon habe ich schon etwas gehört. Der Buchhalter ist natürlich verschwunden, aber die Behörden sind immer noch an dem Fall dran. Sie haben ja noch die Bücher, oder? Richtig. Falsch. Am Tag vor der Verhandlung verschwanden die Bücher direkt aus der Asservatenkammer des Gerichts. Nein. Es wurden viele Beschuldigungen laut. Aber mal ehrlich, die Stadt ist so korrupt, dass es jeder hätte sein können. Gerichtsdiener, Polizisten, Hausmeister. Ein Streetclaim vielleicht? Naja. Dann läuft Kit jetzt frei herum? Frei, unschuldig und lacht sich in seiner neuen Bar ins Fäustchen. Die Behörden wollen ihn anklagen, aber ohne die Bücher haben sie nichts in der Hand. Das ist ja doof. Hey, ich hätte da eine heiße Spur. Oh, was denn? Hund von jungem Wissenschaftler auf Gerichtsdach gestrandet. Was? Sehen Sie dort. Oh mein Gott. Mr. Brown. Bitte, Miss Strickland, jetzt nicht. Können Sie nicht sehen, dass ich mich gerade in einer prekären Situation befinde? Mein Testlauf. Testlauf? Gefahr für die Öffentlichkeit nenne ich das. Ich bin mir sicher, die Redaktion sieht es auch so. Die wissenschaftliche Unternehmung stellt eindeutig eine Gefahr für die Öffentlichkeit dar. Wissen Sie, was eindeutig eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt? Ihr Gesang. Kein Grund, persönlich zu werden, Mr. Brown. Glauben Sie mir, ich habe nicht vor, persönlich mit Ihnen zu werden. Da bin ich aber erleichtert. Fliegende Autos. Von all den lächerlichen kindischen Anwandlungen. Sie machen sich lustig. Aber stellen Sie sich eine Welt vor, in der Staus und Unfälle der Vergangenheit angehören. Ich hätte Ihnen vielleicht zugehört, wenn die Jungfernfahrt nicht mit einer Bruchlandung und einem Hund auf dem Dach geendet hätte. Ich bin ja schon dabei, ihn runterzuholen. Einie, wie bist du da runtergekommen? Kluger Hund. Tja, das Schicksal ist Ihnen heute wohlgesonnen, aber ich warne Sie, seien Sie in Zukunft vorsichtiger. Nun, wie bekommen wir das Raketenauto jetzt wieder runter? Das ist nicht mein Problem, Kumpel. Also garantiert nicht. Das Ganze vergessen, ey. Einie bleibt gefällt mal hier. Hey, Kleiner. Schnüffel mal hier dran. Eine tolle Nase.
Allerdings. Hä? Also doch? Ich habe mich bedeckt gehalten, Officer, aber ins Lichtspielhaus muss ich einfach ab und zu mal gehen. Hallo, Arthur. Officer? Ab hier übernehme ich. Aber... Im Waffenladen können wir ungestört reden, ohne neugierige Beobachter. Ja, Einstein, gut gemacht. Bisschen braver Hund, Aini. Naja, müssen wir ein Leckerli geben, aber natürlich, aber dummerweise nichts dabei. Gut, jetzt kann ja Emmett Frankenstein angucken, dann müssen wir das auch wieder geritzt haben, diese Zeitlinie oder Zeitachse, wie auch immer, oder halt die ganzen Zeitparadoxien. Mir wird das langsam noch ein bisschen zu kompliziert, aber naja. Im Grunde genommen die einfache Mathematik. Vorausgesetzt natürlich, Zeitreisen wäre möglich und das wäre nicht alles bloße Science-Fiction. Nun, egal, wo ist Emmett? Wo ist Emmett? Ja, wo ist Emmett? Aber gut. Der Doc ist ja da oben, sprich, hat er vielleicht bereits mit ihm gesprochen? Ging mir gerade ein bisschen zu schnell, aber okay. Wir brauchen neue Infos. Hey Doc, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Wo liegt das Problem? Ist Artie noch hier? Er ist im Badezimmer. Hey Artie, mach auf. Du musst einen Gangster zu Fall bringen. Soll ich jetzt diese Sylvia treffen? Nein, es ist Zeit für dich, Trixie zu treffen. Trixie sagt, sie hätte da was, das Kid vielleicht ins Gefängnis bringt. Aber du bist der Einzige, dem sie das Überprüfen der Sache anvertrauen will. Ich? Was hat sie... Oh, ich weiß, was sie getan hat. Clever. Würdest du uns vielleicht einweihen? Tut mir leid, Leute. Aber wenn Trixie es nicht sagt... Sag ich es auch nicht. Das ist ja schön und gut, Mr. McFly. Aber wenn du und Trixie euch in dieser Sache zusammentun wollt, müssen wir ein Treffen arrangieren. Nun, Trixie ist an Kids Flüsterstube gebunden. Also müssen wir Arthur zu Trixie bringen. Oh nein, ich gehe da auf gar keinen Fall wieder in die Nähe. Ich weiß nicht, wie du mich dazu überredet hast. Bleib einfach hier im Dunkeln und komm erst raus, wenn du Trixie siehst. Bin ich denn hier auch wirklich sicher? Vollkommen sicher. Wir würden dich nie einer unnötigen... Sagan. Wo ist Kid? Keine Sorge. Na toll. Gut, Arthur ist da. Jetzt muss man Trixie holen und Kid, naja. Keine Ahnung, was ich mit dem machen soll. Willkommen zurück. Dankeschön. Wie bringt man Trixie nur dazu, Kid zu verpfeifen? Mit einer Pfeife! Oder dieser Kid, egal. Trixie? Ja? Raten Sie mal, wer in der Gasse auf Sie wartet. Artie? The one and only. Es war nicht leicht, ihn zu finden. Ich musste... Übernimm für mich, Cubal. Ich mache eine Raucherpause. Braves Mädchen. Hey, du! Hä? Ja, Blödmann, ich hab gesehen, wie du meiner Eunice schöne Augen gemacht hast. Oh, der schon wieder. Sorry, Kumpel. Hab keine Zeit, mich zu streiten. Du. So schaffe ich es ganz bestimmt nicht in die Carnegie Hall. Okay, ich glaube, du bist für heute Abend fertig. Hey, was denkst du eigentlich, wo du hingehst? Ich? Ja, du. Was weißt du darüber? Nichts, ich... Trixie? Pause ist vorbei, Cubal. Was immer du sagst, Baby. Was war das? Ich will's lieber nicht wissen. Trixie? Ja? Was ist in der Gasse mit Arthur passiert? Darüber will ich nicht reden. Und was ist mit ihrer Versicherung? Es gibt keine Versicherung. Nach heute Nacht werde ich alles im Ofen verbrennen. Trixie, können Sie mir nicht sagen, was da draußen passiert ist? Nein! Geben Sie mir doch wenigstens die Beweise gegen Kid. Nein.
Ich habe das mit mir so ausgemacht. Sobald die Nacht rum ist, verschwinden die Beweise. Verdammt, was ist denn bitte passiert? Sieht aus, als gäbe es ein neues Bild in der Ehrengalerie. Meine Güte, Kid. Wer soll jetzt dran glauben? Wer soll das sein? Mickey Rooney? Ich glaube nicht. Danke. So, Artie, was ist... Gut, wir verschwinden nicht, also... Muss ja theoretisch noch am Leben sein. Hoover 28. Ein Huhn in jedem Topf und ein Auto in jeder Garage. Wie macht sich das, Herbie? Ich kann... Ja, aber ich muss doch... Ich kann jetzt nicht weg. Artie wartet. Ja, ich will da rein, aber du willst ja nicht. Verarschen? Ich kann jetzt nicht weg. Artie wartet. Igitt? Ja. Kisten mit Kohl. Also eben noch nichts Neues. Ich sollte erst gehen, wenn ich genau weiß, was hier draußen passiert ist. Dankeschön, schon gesehen. Artie? Hey, du hast die Party deines Lebens verpasst, Kumpel. Kid, was ist passiert? Oh, das wird dir gefallen. Also, ich häng gerade in der Bar ab, als ich plötzlich den Drang verspüre, mir Erleichterung zu verschaffen. Ich gehe also raus in die Gasse und wen sehe ich da? Keinen geringeren als diese Vorladungen folgende Ratte Artie McFly. Und dieser kleine Wurm tuschelt doch tatsächlich ganz der große Eroberer mit meiner Trixie. Oh nein. Natürlich habe ich sofort Kid Junior herausgeholt und wollte diesem McFly gerade das Hirn wegballern, woraufhin Artis Nase zu bluten begann. Der Kerl ist einfach eine Memme. Als Trixie buchstäblich auf die Knie fiel und mich anflehte, ihn am Leben zu lassen. Im Ernst, sie kniete vor mir und heulte und bettelte um McFlys Leben. Und was hast du getan? Was schon? Ich habe zweimal in die Luft geschossen und Artie gesagt, dass er verschwinden soll. Wirklich sehr gnädig. Hey, ich bin kein Unmensch. Außerdem schuldet Trixie mir nun was. Eine ganze Menge. Und Kid Tennant treibt die Schulden immer ein. Immer. Na, super. Ja, jetzt für uns? Gut, Artie kann theoretisch nirgendwo hin. Also hoffe ich ja noch, dass man im Dock ist. Ich meine, wo soll er sonst sein? Hey Doc, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Wo liegt das Problem? Etwas ist gut. Die Sache wird immer heikler, Doc. Um Artie zu retten, will Trixie ihre Beweise gegen Tennant vernichten. Du musst sie aufhalten! Und wie? Sie würde sich nur dann gegen Kid stellen, wenn er die Abmachung brechen und meinen Großvater töten würde. Das darf auf keinen Fall passieren! Tja, eben ein bisschen doof. Müssen wir uns um ihr jüngeres Ich und Edna Strickland Gedanken machen? Da gibt es einen komischen Knick im Raumzeitkontinuum, aber das macht sicher nichts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich mit so einer Frau einlassen würde. Ich wünsche, ich müsste mir nicht vorstellen. Warum sind die Tennants eigentlich immer solche Ideen? Ah ja, da schon wieder. Dann bringe ich mal besser den Lauf der Geschichte in Ordnung. Sei vorsichtig, Marty! Das heißt, war wieder die Hilfe von Aini. Ich hoffe, der ist noch da, der Hund. Hund! Komm her, Hund! Alter, ich will bloß über die Straße. Test, Test. 1, 2, 3, 4. Check. Hey! Spiel nicht an meinen Geräten rum! Entschuldigung. Ja, wo ist er denn? Hä?
Ich sehe ihn nirgends. Okay, ich finde einen auch nicht. Das heißt, ich muss das alles ohne ihn machen. Ohne so, ja. Emmet. Keine Zeit zum Reden. Ich muss ein Raketenauto zurückholen. Emmet, kommen Sie da runter, bevor Sie sich noch wehtun. Mich verletze? Ha, Sie sind überängstlich, Miss Strickland. Oh Mann, ey, wie Hund und Katz. Also, er ist der Hund und sie die Katz. Jetzt vielleicht irgendwie hier Artie noch? Nö. Schätze, das ist Blut aus Grandpas Nase. Nein, noch ziemlich viel, wa? Für eine einzige Nase. Naja, jo. Hilf meine Stimme. Willkommen zurück. Thank you very much. Boss? Bitte, ich versuche mich hier zu amüsieren. Ich glaube, das solltest du sehen. Bist du wahnsinnig? Was soll die Dynamitstange hier in meiner Bar? Das ist es ja, Boss. Die sind überall. Ich glaube, unser Barbrandstifter will wieder zuschlagen. Wie bringt man Trixie nur dazu, Kit zu verpfeifen? Ja, sie müsste heute das Blut sehen, aber nee, hat sie ja schon. Ich verstehe es auch nicht ganz. Es gibt nur ein paar Personen und ein oder zwei Tiere, die Interesse an Großvaters stinkender alter Pfeife haben könnten. Das ist keine von ihnen. Fürchte ich auch, aber wir gehen sonst langsam Ideen aus, Marty. Ich ziehe dieses Ding nicht wieder heraus, es sei denn, es geht um Leben und Tod. Ja. Du kannst nur betäuben, aber das ist nicht der Moment für Wortspiele. Schade. You should care. Das Lied passt besser zu ihr. Trixie? Ja? Ich habe mit Kit gesprochen. Oh? Er hat mir von Artie erzählt. Oh. Es war stark, dass sie um sein Leben gebettelt haben. Und es war stark, dass Kit ihn verschont hat. Du siehst also, warum ich die Beweise loswerden will, die ich gegen Kit habe. Wenn er sich loyal zeigt, tue ich das auch. Wegen Artie McFly. Was ist mit ihm? Hast du was von ihm gehört? Geht's ihm gut? Oh ja, es geht ihm gut. Bist du dir sicher? Glauben Sie mir, wenn es ihm nicht gut ginge, wüsste ich es als Erster. Das ist wahr. Okay, Kit hat also Artie verschont. Deshalb ist er noch kein Heiliger. Glaube mir, das weiß niemand so gut wie ich. Aber wenn Kit Artie laufen lässt, kann ich Kit auch laufen lassen. Verstehst du, was ich meine? Sieht aus, als gäbe es ein neues Bild in der Ehrengalerie. Meine Güte, Kit. Wer soll jetzt dran glauben? Wer soll das sein? Mickey Rooney? Ich glaube nicht. Verdammt, hey. Toi, toi, toi. Danke. Naja, wenn du eine Variante, dass ich Kit hinterhergehe, aber ob das überhaupt möglich ist. Schachbrett, Charlie. Vom Brett genommen. Wurde wohl geschlagen. Kein schöner Haufen. Hey, Danny. Hey. Ich glaube, ich habe noch nie deinen Namen gehört. Ich habe ihn auch in Barapolis. Hast recht. Laut und... auch nichts Neues. Immer noch bereit, Tennant zu verhaften? Auf jeden Fall. Cool, halt die Ohren steif. Ich sehe, was ich tun kann. Jo. Bis bald, Danny. Pass auf dich auf. Wie immer, wie immer. Setzen Sie. Das
das bringt doch irgendwie alles nichts. Nun gut, Kitty ist jetzt irgendwie hinten rum. Müssen fast das Gleiche tun, wa? Hey. Zieh Leine, Würstchen. Hey, was? Wissen Sie, was Trixie da draußen passiert ist? Sie scheint ziemlich aufgebracht. Du redest komisches Zeug, weißt du das? Aber nein, ich habe keine Ahnung, wie es Trixie geht. Kit zahlt mir nicht annähernd genug, um Drinks auszuschenken und seine Freundin zu bemuttern. Kann ich mir vorstellen. Hey, sieh da, ein zahlender Gast. Haha, du wärst schon am ersten Mal nicht witzig. Okay, gehen wir nochmal raus. Der Brandstift ist immer noch nicht hier. Tja, die Blutlache bringt mir auch nichts. Twix will nicht rauskommen. Ich bin ein bisschen im Arsch. Denken Sie wirklich, das ist sicher? Natürlich ist es nicht sicher. Diese Suppenküche, auf die er da steigt, ist in Verbrecherhand. Seien Sie doch nicht so feige. Sehen Sie? Vollkommen sicher. Geben Sie nicht mir die Schuld, wenn Sie tot sind. Der Mann macht mich wahnsinnig. Ja, wenn das nicht mal Liebe ist, wa? Pfiff. Ich habe alles schon mindestens einmal gebaut, also das hier, aber wo ich das sein soll, ist mir auch ein Rätsel. Wie finde ich jetzt Arti wieder? Komm schon, Marty, ich will, dass du über die Straße gehst, aber er will nicht mehr, okay. Edna, was? Hätte man Kit nicht für etwas anderes verurteilen können? Vielleicht wegen der Flüsterstube? In einer heilen Welt, ja. Aber niemand in der Stadt interessiert sich mehr für Verbrechensbekämpfung. Die Behörden wollen nur die ihnen entgangenen Steuern. Was für Sie? Hey, ich hätte da eine heiße Spur. Oh, was denn? Trixie Trotter trickst Tennen aus. Schöne Alliteration. Aber ist das wahr? Ist sie wirklich auf unserer Seite? Bald. Warten Sie ab. Ja, mir geht's etwa ähnlich. Scheiße. Bis bald. Kämpfen Sie weiter für das Gute. Ich versuche es. Nun Leute, ich bin gerade ein bisschen überfragt, was wir noch alles tun könnten. Vor allem, ja, ich würde natürlich mit Arti gerne suchen, weil ich glaube, auf ihn läuft es hinaus. Aber ich finde einfach nicht eine, weil er muss ja da wieder an der Pfeife schnuppern und so, und zum Arti zu finden, weil, wo könnte er sonst sein? Im Kino? Ne, wohl kaum. Ich fürchte mal, ich mache eine kurze Pause und dann gucke im nächsten Part weiter, ja. Oder direkt ein paar Minuten weiter, wie es hier eigentlich weitergehen könnte, weil Doc hat auch nichts mehr für uns. Keine Zeit zum Haare schneiden, selbst wenn geöffnet wäre. Außerdem schneiden die nur wieder zu viel ab. Das kenne ich leider auch, das Problem. Nun gut, dann würde man sagen, bis gleich oder bis morgen, wie auch immer. Tja, und da sind wir wieder, Freunde, im guten alten Hill Valley 1931. Ja, viel ist nicht passiert seit ein paar Sekunden, nicht wahr? Es ist gerade noch der zweite Teil, sprich, wir sind mal bei etwa 24 Minuten hier beim 10. Part vom Let's Play. Und ich fürchte leider Gottes, wir müssen langsam aber sicher Pflichter tun. Ja, sehr schön, mal die Hinweise ein bisschen durchblättern, wa? Habe bis jetzt noch nicht so gemacht im Let's Play, wollte ich auch eher ein bisschen aufsparen, aber naja, was? Aber seit dem jungen George. Na, bin ich. Nein, Scheibenkleister! Scheibenkleister! Das war ja damals auch so vor 3 Jahren. Verdammt! Ja, erinnere mich wieder. Na, da gibt's doch nichts. Hier, Foto von George. Ja, okay. Ja, ich erinnere mich wieder.
In dem Foto von George müssen wir zwei Dinge tun. Also, ich glaube, das eine muss gar nicht sein, machen wir jetzt trotzdem mal. Oh. Da gibt es Hinweise, ey. Ich bin so ein Idiot. Ja, ich könnte mich gerade ein bisschen ohrfeigen, muss ich zugeben. Willkommen zurück. Weil ich wollte sowieso sagen, dass wir halt das nächste Mal alle Items durchgehen müssen, wirklich alle. Man trickt sie nur dazu, Kit zu verpfeifen. Ja, natürlich in dem, ist eigentlich klar, war. Weil er hatte gesagt, nö, er lässt ihn nehmen und so, dafür verrät sie ihn nicht. Aber wenn er natürlich jetzt Artie nicht in Ruhe lässt, dann... Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Okay, ich glaube das nicht mehr. Oder hat nie geklappt und das ist nur mein Gedächtnis ein bisschen anders. Natürlich ihm zeigen. Glaubst du, du kannst ein Bild von dem Kerl malen? Sicher. Hey, das sieht aus wie dieser Artie McFly-Saftsack. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Hey, kannst du ihm so einen Hut zeichnen, wie ihn Artie trägt? Voila! Gute Arbeit. Sag das den blöden Redakteuren beim New Yorker. Mach ich. Übrigens, wir haben gerade ein Foto gezeigt. Ja, 1931. Fotos in diesem Jahr, also ich weiß ja nicht so richtig. Gut, das sind Schwarz-Weiß-Bilder, vielleicht deswegen. Gut, Karikaturen, würde man sagen, unseres Wecken dafür das hier rein. Entschuldige, Dad. Kein Problem, mein Junge. So. Das muss doch jetzt funktionieren. Trixie? Ja? Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber du solltest dir vielleicht mal meine Ehrengalerie ansehen. Wieso? Was ist los? Artie? Ich glaub's nicht. Wir hatten eine Abmachung. Artie sollte sicher sein. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich schon. Bundesgesetz zu kriminellen Geschäften. Was? Bevor er starb, hat Artie mir alles Mögliche beigebracht. Literatur, Geschichte, Buchhaltung. Und ich habe eine große Entdeckung gemacht, während ich die Bücher von Kit kopiert habe. Dieser Laden hier ist nicht ganz sauber. Tatsächlich. Oh, ich wusste von den ganzen Gaunereien. Sachen, die man von Typen wie Kit erwartet. Aber als ich herausgefunden habe, dass er keine Steuern auf den Gewinn der Flüsterstube zahlt. Tja, Uncle Sam zu betrügen. Das geht zu weit. Sobald ich das der Polizei übergebe, überhäufen die den mit Beschuldigungen. Solchen Beschuldigungen. Hey, Officer! Ja. Tonausfall oder wie? Was ist mit meinem Ex-Freund, dieser Ratte, passiert? Ich weiß nicht. Ratten. Ich habe dem Chef gesagt, wir brauchen eine Truppe Bluthunde, wie die in Placerville. Aber währenddessen... Alle hergehört, die Party ist vorbei. Alle raus aus der Bar. Flüsterstube? Sie irren sich, Officer. Das hier ist nur eine Eisdiele. Netter Versuch. Raus! Geschafft! Da wo ist jetzt Artie? hallo? Corleone! Wären die Valentis bereit, bei der, Entschärfung der Lage zu helfen? Klar! Klar, kein Problem. Ich werde das bei der nächsten Versammlung ansprechen. Hey, wir betteln hier nicht. Kit dachte nur, JJ würde sich gern beteiligen. Besonders jetzt, nachdem wir den Brandstifter geschnappt haben. Warte, du meinst... Doc? Doc? Du gehörst gar nicht zur Valenti Gang, oder? Was weißt du über den Brandstifter? Komm schon, ab zur Polizeiwache. Kid kriegt dich, du Ratte. Er kriegt euch alle. Ja, ja. Nun, das wäre erledigt. Dank Miss Trotters Aussage sucht die ganze Polizei von Hill Valley nach Kid und seinen Schlägern. Sie verstehen nicht. Wir müssen ihn sofort finden. Er hat einen Freund von mir entführt. Wen? Der zeitreisende Sohn des Richters. Ja, klar. Schon.
schon gut. Keine Sorge, wir haben den ganzen Platz abgeriegelt. Wenn Kit nicht weiter als eine Meile weg ist, werden wir ihn irgendwann finden. Ich fürchte, für irgendwann bleibt keine Zeit. Naja, ich könnte theoretisch nochmal durch die Zeit zurückreisen, aber ich glaube, dann ist die Katastrophe langsam mal perfekt. So, haben wir etwas im Dock eigentlich nicht, war? Das heißt, muss halt die andere Variante machen. Es gibt nur ein paar Personen und ein oder zwei Tiere, die Interesse an Großvaters stinkender alter Pfeife haben könnten. Das ist keine von ihnen. Doch, genau, er ist einer. Hey, Kleiner, wie geht's? Braver Hund. Ja, toll. Du bist ein Trottel. Sie sind wohl kaum an einer Karikatur von mir interessiert. Doch, kann es bei Hunden nie so sicher sein. Was soll damit? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Na, ich auch nicht. Chloroformbetäuben ist klar. Das ist nicht der Moment für Wortspiele. Schade. Ja, was soll denn sonst hinten machen? Ah ja, komm gar nicht mehr raus, ist natürlich umso besser. Hey Danny. Tut mir leid, Kumpel, ich kann jetzt nicht reden. Muss einen Bericht für den Chief schreiben. Das grenzt das Ganze ja an. Ich meine, ein ist ja da, wa? Also müssen wir etwas mit ihm machen, aber... Weiß ja auch nicht. Ich denke, ich werde den Text für die Nachwelt bewahren. Ah ja, mach das. I don't care. Ne, die hatten wir auch schon. Das auch. Das ebenfalls. Ja, klar, Chloroform. Diese Flasche werde ich nur auf dem Kopf einer dieser Schwachköpfe zerschlagen. Nö, nicht mehr nötig. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Eben ja auch so. Okay, bringt das alles nichts, dann, naja, will er sagen. Hä? Spiel nicht verarschen hier. Parker muss den Fusel in der Flüsterstube beschlagnahmt haben. Clever! Kann er wieder rein? Verschlossen. Langsam sich die Ideen aus. Kisten mit Kohl. Plakate hatten wir auch schon. Ich bin gerade ein bisschen verzweifelt, Freunde. Wo ist Kitennen? Ja, wo soll das wissen? Hoover 28. Ein Huhn in jedem Topf und ein Auto in jeder Garage. Ich schätze schon, dass er irgendwo hier hinten ist, aber wenn ich ein... Hä? Na so. Etwas hinterlassen. Such die Gasse ab, Den Fusel hatten wir schon, war Abfalltonne. Igitt? Oh, haben wir vorhin gar nicht gesehen. Irving Kit Tennant. Er hat das wohl beim Hinausgehen verloren. Leer. Na klar. Marty, ich bitte dich, du bist ein Teenager, du darfst keinen Alkohol trinken. So, Einie. Hey Einstein, beweg deine Nase hier rüber. Gut so. Ich glaube nicht, dass Tennant und Doc bei Herbert Hoover sind, Einie. Okay, ich prüf das mal. Ein Knopf? Wie wär's mit drücken? Gut, Doc. Ich bin auf dem Weg. Corleone! Was machst du hier? Schon gut, komm und hilf mir, diese blöde Brandstifterin loszuwerden. Edna! Ich habe sie beim Dynamitlegen erwischt, als ich in der Suppenküche aufgeräumt habe. Schätze, Sagan war wirklich unschuldig. Ich habe für eine Story recherchiert, du Ignorant. Was kannst du dem Papst erzählen? Hey, was soll das Ganze? Parker? Tennant, sie sind verhaftet. Schnapp ihn dir, Sacramento Boy. Das kann ich nicht tun, Kid. Was? Oh, verstehe. Warum lassen sie Miss Strickland nicht gehen und geben auf? Hey, dort drüben. Achtung! Oh Mann, ey, wie doof kann man eigentlich sein? Geben Sie auf, Tennant.
Alle Straßen aus der Stadt sind abgesperrt. Es ist vorbei. Vorbei? Nichts ist vorbei, bis Kit Tennant sagt, dass es vorbei ist. Und er schießt nur mit Platzpatronen. So, die Szene kann ich mir noch sehr gut erinnern, vor allem, weil ich damals so lange gebraucht habe dabei. Ich glaube, diesmal kriegen wir schneller hin. Der lässt mich tatsächlich nicht rein. Ja, doofer Typ, wa? Leicht, Tennant. Bei einem Tennant ist es niemals leicht. Willst du deinen Flachmann zurück, Tennant? Dann hol ihn dir. Das war ja clever. Ist leer. Wozu das also? Rüberschmeißen vielleicht? Zur Ablenkung? Ist leer. Wozu das also? Ja. Gut, sind wir also schon mal hier. Der lässt mich tatsächlich nicht rein. Der fieser Typ. Niemand legt sich mit. Ist klar, geht dir ganz so locker, hm? Tja. Hier wäre schon mal, da ist Lücke, da ist natürlich alles klar. Ich muss irgendwie. Bam, bam. Ich glaube nicht, dass er jetzt eine rauchen will. Das doch eher irgendwie mit anschmeißen, aber naja. Willst du deinen Flachmann zurücktennen? Dann hol ihn dir. Der lässt mich tatsächlich nicht rein. Hab ich denn sonst noch etwas? Schießt du etwa auf mich? Ich wollte es gerne versuchen. Besiege Kit Tennant, gäbe es einfacheres. Ja, ich muss rein, das ist soweit logisch, aber ich sehe doch hier gar nichts. Ah, na endlich mal. Ganz leicht, Tennant. Bei einem Tennant ist es niemals leicht. Okay, ist das nicht anwählbar? Hä? Der lässt mich tatsächlich nicht rein. Oh Mann, wow! So, was jetzt? Nichts passiert. Sie sind noch da offen. Eine Lücke. Aber tollen Fässer. Toll, da kann ich rüber, aber was soll das bringen? Niemand legt sich. Mann, nee. Einer zählt auch dazu. Ja, toll, wie soll ich den rauskriegen? Was sagen wir es echt auch so? Na los, Kind. Wir wissen doch, wohin das führt. Stimmt, ich werde auf deinem Grab tanzen. Wann geht ihm eigentlich mal die Munition aus? So, langsam mal genug Zeit. Ist echt einfach hin und her, oder wie? Ja, sieht fast so aus. Was ist das für ein Quatsch? Schießt du etwa auf mich? Schießt du etwa auf mich? Nö! Der lässt mich tatsächlich nicht rein. Ich wünsche euch, er würde langsam mal rauskommen. Ja, ich kann sonst echt nichts tun. Das ist ein bisschen, ja, fand ich schon damals doof. Die Aufgabe hier und ich glaube, es ist noch viel besser geworden. So, jetzt reißen wir aber. Kann ja nicht sein, dass ich ständig hin und her trotten muss. Ja, der macht doch die ganze Zeit. Es ist doch ganz leicht, Tennant. Der lässt mich tatsächlich nicht rein. Toll.
Hey, na, wird's langsam mal. Ja, sorry Leute, ich find's auch ein bisschen doof, aber ich kann sonst nichts tun. Damit Kit Enna aus den Augen lässt, muss er in den Polizeiwagen gelangen. So, sind wir ja auch jetzt. Niemand legt sich mit Titanen an. Hey Kit. Das Blei, Schwindler. Wow. Hey Hohlkopf. Das ist für dich. Hey, Tannen. Tu mir den Gefallen und stirb, Ratte. Braves Mädchen. Na los, Kit. Mhm. Wir wissen doch, wohin das führt. Hey, Kit. Friss Blei, Schwindler. Nö, nö. Hey, Hohlkopf. Das ist für dich. Na, eine Bleiallergie. Dann... Leider kann ich mich schlecht konzentrieren, wenn mir dauernd Kugeln um die Ohren fliegen, Mr. Corleone. Klar. Schießt du etwa auf mich? Hey, Tannen. Tu mir den Gefallen und stirb, Ratte. Ja, dieses befreit oder wie? Dann... Leider kann ich mich... Ja, ja. Ach komm Leute, es wird langsam ein bisschen doof. Jetzt in den Fässern, ja, toll. Hey, Shannon! Tu mir den Gefallen und stirb, Ratte! Was für ein Quatsch, ey! So. Schnapsfass, für... Ja, ja, schieß nur drauf oder wir helfen dir. Niemand legt sich mit Titanen an. Hey Kid. Ha, das ist keine echte Waffe. Stimmt, hab ich vergessen. Dann sollte ich sie besser loswerden. Oh Mist. Er entkommt. Oh nein. Was macht Danny die ganze Zeit? Ja, nein. Da, so gut wie neu. Sieh an, der Sohn des Richters. Gut, Parker. Ich will einen Fluchtwagen und freie Fahrt bis Nevada. Sonst ist Browns Junge dran. Doc! Marty! Doc? Ja, ich bin's. Ich spreche mit dir durch das Funkgerät, das mein jüngeres Ich in das Raketenauto eingebaut hat. Was ist da oben los? Sieht nicht gut aus, Doc. Trixie und Parker haben ihren Teil erledigt, aber du bist nun Kids Geisel. Grundgütiger! Kein Scherz. Versuch, Kid in das Auto zu bekommen. Gib mir dann ein Signal und ich übernehme den Rest. Aber wie soll ich... Du! Emmett! Du bist an all dem schuld, oder? Ich hätte es wissen müssen. Welcher Gangster heißt schon Michael Corleone? Ja, welcher Gangster heißt schon Irving? Ja, gut gekontert übrigens. Michael ist ein cooler Name, ja, also Schnauze. Niemand hält mich zum Narren, du hinterhältiger Zwerg. Ich schätze, ich bin ein... Bringt leider nicht so viel. Doch irgendwie, gut oder jetzt eigentlich nicht, da geht er später, wa? Nein, Marty! Ich hol doch bloß, dass du die Haube ziehst. Oder schiebst du mir aus? Dann auf die Titanenart. Hey! Doc, drück drauf!
Irving Tanner. Ich nehme Sie fest wegen Entführung, versuchten Mord, Steuerhinterziehung und Ihrem erbärmlichen Gestank. Steuerhinterziehung? Hast du es nicht gehört? Das Finanzamt hat seine wahre Freude mit Trixies Büchern. Trixie? Oh, das hast du davon, Artie umzubringen, du Mistkerl. Was? Ich hab Artie nicht. Trixie? Artie? In Ordnung, Grandpa. Mein armer Wagen. Ich glaube, ich muss mich entschuldigen, Mr. Brown. Dank Ihres lächerlichen Apparates kommt der berüchtigste Verbrecher von Hill Valley nun endlich hinter Gitter. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, Miss Strickland. Mein Raketenauto hat vielleicht den Tag gerettet, aber nur, weil es eine Katastrophe ist. Ich brauche eine neue Idee. Wenn Sie interessiert sind, ich hätte da ein paar Anregungen. Aber erst sollten wir uns einen Film ansehen. Sehr gern, Mr. Brown. Ich glaube, Sie werden ihn mögen. Es geht um einen brillanten Wissenschaftler mit Höhenflug. Puh. Komm, Einie. Wir suchen Doc. Ja. Danke, dass ich den DeLorean fliegen durfte, Doc. Das war der Hammer. Bist du dir sicher, dass jetzt alles wieder beim Alten ist? Absolut. Kit wandert in den Knast, Jennifer ist wieder auf meinem Abschlussballfoto, Emmett wird sich Frankenstein ansehen und eine Verbrecherfamilie namens Tennen gibt es 1986 nicht. Außerdem haben wir diesmal auch an Einstein gedacht. Kriminalitätsrate in Hill Valley so niedrig wie noch nie. Da ist nur Grandpa, der mit Trixie rummacht. Eine Rückkehr ins Jahr 1986 steht nichts mehr im Weg. Fühlst du dich, als würdest du langsam verschwinden? Nein. Gut, solange dein Vater in 7 Jahren trotzdem geboren wird, kann dein Großvater sich ruhig etwas aufdrücken. Die Hörner abstoßen? Ist es das, was du und Edna tun? Wovon sprichst du? Emmett und Edna werden sich gemeinsam Frankenstein ansehen. Sehr merkwürdig. Grundgütig. Was? Du, Doc. Keine Panik! Wir haben alles unter Kontrolle. Doc? Grundgütiger. Was haben wir bloß getan? Schon wieder! In der nächsten Folge! Martin McFly, age 18. Okay, Doc, let's see what kind of nightmare alternate timeline I've landed in this time. Father George, Mother Lorraine. Hill Valley under Citizen Brown is not quite the contented town you were led to believe it was. A re-education program? What the hell? Please don't swear, Martin. It makes me uncomfortable. 0 demerits. Until this morning. We're through, McFly. I'll never date such a square again. My own girlfriend thinks I'm a square? The obvious question, Mr. McFly, is... What happened to you? Jesus Christ, Doc. What happened to you? Oh Mann, Leute, was haben wir bloß getan? Das und vieles mehr erfahren wir im nächsten Part hier bei Bürger Brown, Episode 3 von Zurück in die Zukunft, dem Spiel und ja, Zeitachse F kann wohl beginnen. Ach du Scheinkleister. Naja, bis dahin, ciao zusammen.